Ist es nicht wunderbar, dass wir alle nach den Sommerferien wieder zusammen sind? Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Meine Hose! Meine Hose fehlt! Meine Hose fehlt! Ich habe keine Hose an! Ich habe nie welche an! Panikattacke vorbei! Schuhe! Ich habe keine Schuhe an! Ich habe es schon wieder getan! Warum sollte ich Schuhe wollen? Ich habe keine Füße! Meine Füße! Meine Füße fehlen! Du hast trotzdem recht. Irgendetwas fehlt hier. Es ist viel zu nett. Ja, ich trage meine neue Kappe schon seit 20 Minuten und noch keiner hat sich darüber lustig gemacht. Nun, da kann ich Abhilfe schaffen. Schon klar, dass du das Etikett dran gelassen hast. Ich würde sie auch umtauschen. Ach, das hat gar nicht wehgetan. Hinterlässt nicht mal eine Narbe. Gumball hätte das viel, viel besser hingekriegt. Das schwöre ich. Wo sind Gumball und Darwin? Kinder, es ist halb acht. Ihr kommt zu spät zum ersten Schultag. Mama hat mir die Verantwortung übertragen. Wenn ihr nicht rechtzeitig in der Schule seid, macht sie mich fertig. Euch fertig uns. Mich, euch, uns, mich, euch. Ach, war nur ein Traum. Es ist nicht halb acht. Es ist halb neun. Hey, aufstehen. Ah. Oh nein, sie haben sich in Schulsachen verwandelt. Oder träume ich noch? Das werde ich rausfinden. Ich kann nicht fliegen, also ist das definitiv kein Traum. Kein Traum? In Panik geraten? Ausflippen! 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 Elmer Junior, hi. Hallo, guten Tag, hier spricht meine Frau. Wessen Frau? Richard? Mr. Watterson, was ist diesmal los? Ich wollte nur sagen, dass die Kinder heute nicht kommen werden. Sie haben, dicke Köpfe. Ist doch nicht so schlimm. Schicken Sie sie her. Das ist nur der Anfang. Sie haben außerdem noch Husten. Ihre Haut fällt ab und Sie haben an den Armen schwarze Beulen. Das klingt ja nach der Beulenpest. Ja, das. Ich habe Ihnen Vitamine gegeben. Sie kommen nach dem Mittag wieder. Wie? Was? Nein. Die Kinder haben immer noch die Pest. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Nachtschicht hinter mir habe und unbedingt schlafen muss. Aber ich könnte schwören, du hättest gesagt, die Kinder haben die Pest. Hab ich nicht, aber du? Wirklich? Oh, ich bin so müde. Ich weiß, ich auch. Klar, eine Nachtschicht in der Fabrik ist ja auch gar nichts verglichen mit einer halben Stunde Schulsachen einkaufen in der Mall. Ganz genau. Naja, solange die Kids pünktlich in der Schule sind. Komm schon, hab Vertrauen. Ach, ich weiß, tut mir leid, dass ich an dir zweifle. Ach, hör mal, ich werde sie nach der Schule abholen. Ich liebe dich. Warum sie sich immer Sorgen macht, ich bin ein guter Dad. Was willst du denn? Ach, wo sind sie nur? Okay, am besten findet man verlorene Dinge, wenn man den Weg zurückverfolgt. Gut, hier sind sie nicht. Wo? Hab ich sie zuletzt gesehen? Klar, das ist doch gestern Nachmittag gewesen. Kommt, ihr Schlafmützen. Dieses Einkaufen war so anstrengend. Als Belohnung gehen wir jetzt ins Bett, obwohl es erst fünf ist. Richtig, wenn der Einkauf im Bett ist, dann sind die Kids, im Kofferraum! Gumball! Darwin! Anais! Seid ihr da drin? Sie können nicht sprechen, sie kriegen keine Luft! Sesam, öffne dich! Balakadam! Avocada Cadenza! Wie war nochmal das Zauberwort? Oh ja! Bitte! Aha! Moment, das ist der Schlüssel! Warum funktioniert das nicht? Weil das nicht Ihr Auto ist, Watterson. Das stimmt. Mein Auto hat nicht so viele Beulen am Kofferraum. So, ich habe also meinen Schlüssel, aber ich habe mein Auto nicht. Wie kann das sein? Ihr bleibt im Auto, ich bezahle den Parkschein. Moment, ein guter Vater lässt seine Kinder nicht im heißen Auto mit offenen Fenstern sitzen. Ordnung muss sein. Ja, alles klar, Kinder. Es geht los. Alles klar für den Sprung in den Hyperraum? Oh, die sind schon eingeschlafen. Hallo, mein Auto! Ach, die Kinder sitzen immer noch in dem heißen Auto! Ich komme, Kinder! Mein Auto. Ich bin schon da. An mit. Wo ist mein Auto? In Abschnitt D. Danke. Wo ist Abschnitt D? Gleich hinter Abschnitt C. Entschuldigung, ich wollte noch Danke sagen.